Moin Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Village. Moro jagt uns gerade. Jo. Die sind funktioniert. Ich springe hier erstmal gegen die Windmühle gefühlt. Jo, was hab ich denn getan? Ach ja, drehen. Das ist meine Mama. Ach echt, was denn ich sag's? Oh, versucht uns ja gerade nur zu stressen, aber sonst geht's mir gut. Mir geht's hervorragend. Ach hier. Das war knapp. Bin das erste Mal noch nicht einmal gestorben. Gerade im Moment bin ich noch nicht gestorben. Aber bei Heisenbergs Dings wird safe anders laufen. Okay. Läuft wieder gut, den kann ich gleich. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Aha, was habe ich denn gefunden? Also, wenn du willst, bleib vorsichtig. Ich hab fast nichts mehr, also halt mal den Ball flach. Okay. Orange. Blau. Weiß. Blau. Aber wenn hier schwarz ist, dann muss das hier blau. Das muss weiß. Aha! Keine Ahnung, woher ich das noch wusste, aber egal! Ab geht's, Moro! Geh jetzt nach unten, du Arsch! Geschafft! Geil! Keine Muni! Geil! Ich will ihn echt ohne Munition besiegen! Mein kostbares Wasser! Was soll ich mir Leih machen, wenn er nicht mal Muni mehr hat? Zu verkaufen. Das Spiel will mich heute flachsen. Ja, wow. Dann bringt mir auch sowas von viel, wenn ich keine Munition habe, finde ich hier. Ah, geil. Das wird der erste Bosskampf sein, wo ich fast nichts habe.
ist dann wohl scharfes Gewehr. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Oh, ich hab wohl keine Wahl. Na, hattest du jemals eine Wahl? Fernseher ausgegangen, halt die Klappe. Aua. Nee. Schön zu wissen. Also wenn du es für mich aufgehoben hast, dann lecker, lecker. Ich meine, du bist der Hässige, ich nicht. Sieh mich nicht so an! Findet mich einfach heißer als dich. Danke, Wald! Mutter, ich gebe ja mein Bestes! Das ist ein richtiger Fettwanz, ne? Ja, moin! Der muss doch irgendwann mal tot umkippen. Oh!
Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber na gut. Geil. Ich spiele das auf normal. Ist auch schwer. Er ist hinter mir. Keine Moon. Sicher hat meine Muni gefressen. Ah! Muni noch liegen. Hier liegt nix. Ah, kotzt! Muni. Ah, okay, scheiße. Ich gedacht, dass ich so kämpfen muss. Ich dachte, dass ich so kämpfen muss. Boah, heilen. Na komm, wir helfen jetzt. Muss man deine Schnauze halten? So muss ich gerade kämpfen. Ah, zwei Heilungen, geil. Lebensschritt dachte ich eigentlich wortwörtlich, dass ich das niemals machen muss. Aua. Oh.
Was soll ich lieben? Na, warum ist er noch? Ja, jetzt mal. Komm, komm, komm. Ja. Bist du jetzt mal drauf, du Hund? Oh, jetzt erdrückt mich. Regenerier dich. Das liegt unter uns. Wenn du jetzt nicht regenerierst, ist der Marsch. Jetzt regenerieren, Ethan. Jetzt oder nie. Aua! Mann, ich komme da nicht mehr weg. Ich kann ihn auch nicht richtig töten. Im Rohbosskampf nur mit Kampfmesser. Das ist so die Challenge. Niemand will, machen will. Dennoch mache ich's. Ich habe keine Ahnung warum. Warum ist der so scheiße stark? Ich glaube, ich bin tot. Warte. Ich meine, ich kann zwar regenerieren, aber... Oh, Gott. Lauf doch! Mann, Ethan, du sollst laufen, nicht dich ankotzen lassen. Das hat uns schon wieder angekotzt. Hier muss doch irgendwo noch was liegen. Kann doch nicht angehen. Ich bin stuck. Ich lebe noch? Wie? Weil er lacht mich aus. Der Hund lacht. Oder so ein Lacht. Kannst du jetzt mal kipp um?
Scheiße. Du Bastard! Mhm. Hey, komm! Was ist denn jetzt? Wo ist er? Das so. So. Was ist unten? Ah, das ist eine Schwäche. Okay. Und ich hab noch einen scheiß Kackmesser, also. Aua. Aua. Ah, das tut weh. Nein. Nein. Komm schon, liefen. Ich versuch nur mal zu sterben. Komm, liefen. Gegen so einen Hund kannst du doch nicht sterben. Ethan fucking Winters. Wo? Und wie? Also er war hinter mir. Oh fuck. Das war gerade die Dämlichkeit von mir. Okay. Ich sterbe. Und mit seinem Kotzbauch. Ja. Gott, er hat sich gedreht. Macht den Kopf hoch. Ja, wie? Durchs Haus. Betrügt. Er haut durchs Häuser. Da unten ist und kann durch Häuser hauen. Ja, wir sind jetzt schon 23 Minuten lang im Moro-Postkampf, noch mit dem Küchenmesser unterwegs. Wie ich das überlebt habe. Und ich glaube, jetzt endet es. Nein, immer noch nicht! Mann, kacke ein bisschen, Maro. Boah, Alter! Langsam reicht's. Kleiner Hund. Ich erreiche ihn ja nicht mal mit dem Messer. Willst du mich doch wohl verarschen? Nicht mal Munition liegt hier. Kannst du jetzt mal regenerieren? Ja, jetzt besser. Ah, scheiße, auf einmal sterben ist nicht schlimm. Ist mir egal. Was soll ich, krieg Munition. Auf einmal keine Muni mehr, kann ich gar nichts tun. Granatenwerfer, Muni, Brand, Explosivgeschoss, Metallrest.
ist hier rostige Reste. Das ist ein Wifi für Explosiv. Hattest du auch niemals. Geh mir aus dem Weg. Ja, du bist so fett. Digga. Ich sag doch, er ist zu fett. Deine Mutter dich hasst, Glaub mir mal, ich habe auch noch was aufgehoben. Auch die Pistole für die Dinger hier zu zerschießen. Und ich habe noch Explosiv aufgehoben. Komm her. Das ist eine macht dich fett, ne? Jetzt ist ja so, als würde ich ihn mehr kitzeln. So fett wie der ist. Auch Minen. Endlich. Jetzt ist es nur noch Heisenberg. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Ja, das ist der Ausgang. Der Granatenwerfer hat ihn gekillt. Der hat Munition für mich, weil da, wo ich gleich reingehe, ist ja die Heisenberg-Fabrik und jeder weiß ja. Ihr könnt's lesen? Nein, nein, nein. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon.
Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Na gut, leider hat Ethan recht. Das ist ein richtiger Wichser. Oh, hey. Achso, Moris Schatz wollte ich anholen. Ach ja. Dieser Schlüssel wird immer größer und größer. Ich habe zwar nicht mehr viel Muni, aber naja. Was soll man machen? Alter. Moro hat mir das ganze Video einfach zerdeppert. So scheiße wie der war. Boah, Alter Schnee, der leckt mich am Arsch. Das war der wahrscheinlich übelste Bosskampf, den ich jemals hatte. Obwohl, es kommt ja noch der Mega-Liken. Dann gehe ich gleich nochmal da zum Friedhof und erledige dieses Ding. Ja, es wird sehr spaßig. Wann ist der wahrscheinlich oben? Heilige Scheiße. Wenn ihr es auch nochmal auf Dorf der Schatten sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr ihn in Third Person sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich wäre dafür bereit, das zu machen. Wieder Moros Schatz vergessen, oder? Ja, ich bin gerade vorbei. Und wieder runter. Moros Schutz vergessen einzusammeln. Ich glaube, ist sogar die Kugel. Keine Ahnung. Nein! Och Mann! Mistding. Kann ich diese Scheiße auch nicht machen? Weil ich komplett vergessen habe, wo ich hin muss, um diese Scheiße zu machen. Ist auch extrem scheiße sowas. Haltet euer Maul. Mistdinger. Immer noch Schnauze halten. Ein Schuss. Leider fehlen. Noch ein Schuss. Bye-bye. Einfach keinen Platz mehr. Nee, warte mal, das Messer kann da oben bleiben.
Magnum-Munition muss ich dahin packen. Die ist super selten. Also mal bitte. Dann machen wir das. Dann machen wir so. So. So, zack. Das einmal da runter. Mal dahin. Dann machen wir das dahin. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Oh nein. Nee, auf dich habe ich mich nicht gefreut. Weil diese Viecher gehen mir so hart auf die Nerven. Gute Nacht. Alter, haltet euer Fressen. Ihr seid so nervig. Erpisst euch. Ja, Kugellabyrinth. Habe ich vielleicht die Kugel? Da habe ich sie nicht. Nein, ich habe sie nicht. Geil ist, aber jetzt können wir nochmal zurück zu Angel's House. Vielleicht. Vielleicht wird das jetzt eine 40-Minuten-Folge wieder. Keine Ahnung. Ich habe aber auch der Weg. The way of the way of water. Avatar. Way of water. Aber war hier nicht irgendwo? Bevor wir nach Heisenberg gehen, wie ja schon gesagt, machen wir auch noch den großen Liken. Kleinen Liken. Jetzt bin ich zu weit. Liken. Like Hands and Gentlemen. Das hier wird mal wieder eine lange Folge. Eine sehr lange Folge. Ja, ist klar. Cole funktioniert. Wenn ich mal will, dass was richtig gemacht werden muss, brauche ich die Kugel oder was. NPC. Fehlt mich die Leiter hin. Eigentlich bin ich jetzt nur hier hingegangen, nur wegen dieser Leiter. Ah, warum? Wieso und weshalb? Hier jetzt in Boxes? Oh, okay. Taubenblut. Okay, Taubenblut. Klingt sehr harmlos. Vielleicht ist es auch harmlos. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Bin dann mal runtergeknallt, bin dann wieder aufgestanden und dann bin ich wieder runter. Okay. Und das Ding ist, kann ich vielleicht auf da hinten gucken nochmal schnell? Es sind fast 40 Minuten, aber egal. Wir machen jetzt ein paar. Das hier wird jetzt ein längeres Video. Extrem in die Länge gezogen und nein, hier ist nichts. Schade, aber auch. Wir hätten aber fast nur mit dem Küchenmesser geholt. Das ist schon krass gewesen. Aber jetzt können wir wahrscheinlich erstmal die Rot Wet Door. Die ist endlich auf. Er hat sie aufgebrochen. Danke, Heisenberg. Dafür kriegst du keine Umarmung, aber egal. Ah, entschuldige. Ah, macht nichts. Ah, man wäre voll kombinierbar. Der ist kombinierbar.
Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Leider hat er recht. Eine interessante Wahl. Bis nächstes. Mann. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Was brauche ich dann noch Geflügel für? Was war das denn noch? Essen ist Leben. Was ist Leben? Ist das Essen oder wie? Aha. Ich rüste mich nur stark aus, weil ich weiß, was er noch alles kommt und so, bla bla bla. Hals und Beinbruch. Wie oft willst du das noch sagen? Na gut. Möchte ich gerne noch mal gucken, ob wir hier irgendwo noch einen Brunnen vergessen haben. Okay, hier ist noch Grot. Brunnen sind alle durchgestrichen, soweit ich hier sehe. Hier sind aber Ziegen. Im Wild. Ach ja, wir wollten ja noch nach Angie, aber das machen wir ja in der nächsten Folge zusammen mit den Riesenliken. Und so, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Die wird ein bisschen auch ein bisschen länger. Tut mir deswegen leid. Wir können ja auch erstmal schon mal die auch einstecken in der Folge. Bla bla bla. Arme. Zum Komm, was ist denn noch? Organ oder? Ich find's witzig. Das ist ein Arme, dann kommen die Beine und dann kommt der Kopf. Was ist denn noch? Der Schwanz oder der Arsch. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sag mal, hau er beiden. Und ja, ciao. Ich finde das Schloss irgendwie so geil.